So, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ich bin schon bei dem Truck angekommen, bei dieser Nebenmission von dieser Alma. Und ich sehe hier schon Gegner, es hat nicht so weit zu erfahren. So, also platt machen, stehlen und irgendwo hinfahren. Kein Plan wohin. Und das sind gar nicht viele Schüler. Moin, was geht ab, Kollege? Alles klar, schön im Bärchen. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Was machst du hier? Ah, shit. Ja. Vielleicht doch. Ich hätte einen Tipp. Schau nach. Guck. Hast recht. War kein Eichhörnchen. War ein Lincoln Clay. Der vor? Ja, du pisst hier nicht hin. Ja, will ich nicht, schau nach. Moin! Du brauchst dir gar nicht denken, dass du hier was gesehen hast, Kollege. So. Okay, das Ding ist jetzt. Moin! Okay. Er hat mich gesehen, nämlich, weißt du? Hat mich halt einfach gesehen. Dieser Sohn. Ja, Digga, das sind Leichen. Mein Freund. Mein großer, kleiner Freund. Du Arschloch. So kann man halt auch jemanden weglocken. Also irgendwo hinlocken. So geht's halt auch. Why not? So, Kollege. Du, Wichser. Könntest du mal, weiß ich nicht, hier antanzen irgendwie? Das sehen wir uns lieber mal genauer an. Ja. Aber du gehst ein bisschen falsch. Ja, geht das vielleicht sogar? Wenn er die Leichen nicht sieht, dann geht's. Was der Fall ist, er ist blind. Finde ich gut. Moin, Meister. Hat geklappt. So. Okay, da drin haben wir was. Warte mal. Das werde ich jetzt aber nicht so aufbrechen. Das breche ich normal auf. Also sozusagen, weil ich nicht leise. Wenn man das leise nennen kann. Ja, schon, ist schon leise. Wenn ich es eingedreht hätte, wäre wahrscheinlich die Palette ab. So, hier ist hier keiner. Sicherung, danke. Okay, fuck. Warte mal. Tja, der steht ein bisschen scheiße da. Die stehen auch ein bisschen scheiße da. Okay. Geht. Ah, ihr bewegt euch weg. Oh mein Gott. Find ich gut. Find ich wonderful. Klappt das? Warte mal. Wir gehen die Sau. Scheiß drauf. Ja, weg, 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 weg. Der Hund ist eh blind, finde ich gut. Nice. Das läuft ja nach Plan. Okay, muss den da auch noch weglocken, weil den anderen Typ, wegziehen, weil den anderen Typen locke ich dann hierher. Ist logisch. So, bam. Dann, Kollege, du bist weg, perfekt, du bist da drüben. Moin. Wo ist dieses Zeichen? Das Zeichen fehlt mir irgendwie gerade. Ah, jetzt hier. Komisch. Ups. Moin. Und der nächste down. Ein Traum. So, du kommst auch zu den anderen Kollegen. Und da haltet euch mal schön, wie es so ist, hier tot zu sein und so. Okay, kriege ich den, wenn ich hier Deckung gebe bei dem Holzding? Den kriege ich sogar. Okay, nice. Okay, warte mal. Ups.
Moin! Hi! Alles gut. Kriegen sie nicht mit, kriegen sie nicht mit. Das war geplant. Das war wirklich geplant, das ist das Geile. Weil ich mir gedacht habe, dass er mich sehen könnte. Hat er, aber interessiert mich nicht. So, Leute, bewegt. Du bewegst dich, oder? Genau. Du Arschgeburt bewegst dich hier. Ja. Sei ich auch. So, noch einer und dann haben wir das auch wieder. Das Boot juckt mich eh nicht, okay. Finde ich gut. So, du stehst schon so da, dass du einfach gefüttert, dass du das Fressen für die Krokodile bist. So, bitteschön. Easy. Okay, das war's. Kohle habe ich, leider keine mitbekommen oder keine Krieg, whatever. Sicherung habe ich auch eine, perfekt. Abflug. Abkuppeln? Ne, abkuppeln nicht. Ja. Alter, was für 2 Kilometer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich sag mal, ihr wisst, ihr könnt euch das Spiel denken, oder? Ich mach einen Cut. Weil. Ernsthaft, was soll ich jetzt hier so lange herumplappern? Wenn ich einen easy going Cut machen kann, ja. Ich mach einen Cut, also. Wir hören uns gleich bei Vitos Geschäft. Es sei denn, es passiert irgendeine Scheiße, dann hole ich euch zurück, wenn irgendwie Gegner oder so kommen. Okay, aber sonst bis gleich. So, ja, ich bin jetzt schon hier bei Vito. Es ist einfach nichts passiert, also kein Gegner, gar nichts. Ich war fast eingeschlafen, aber zum Glück habe ich Musik währenddessen gehört und Alter, das ist so langweilig. Okay, wir haben es geschafft. So, einfach aussteigen und fertig, oder? Geil. Also es ist nichts passiert. Nada, gente. Oh mein Gott. Aber oha. Ach so. Ah. So bekomme ich. Also ich. Ah, okay, verstehe. Mit den Nebenmissionen wird hier das Ding hier halt, das hier. Das hier wird anscheinend aufgefüllt mit den Nebenmissionen. Na dann. Das heißt, wenn ich von denen Spastiker mit dem Mariana-Gedingsheimer noch was mache, ja, dann wird das anscheinend auch aufgefüllt. Aha. Okay, da wir jetzt ja schon mal hier sind, würde ich sagen, wir labern einfach mal mit der Keule. Weil, ja, wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Dann Moin. Ja, da Probleme. Und Greco wird ja auch nicht mehr auf dem Keks gehen, weil. Der ist eh tot, glaube ich, oder? Weil Vito hat ihn zwar mit dem Ding rübergeballert, aber er hat dann irgendwie ein Fleischwaffe oder so irgendwie, weil er meint ja, Fische brauchen einfach zu essen und so weiter, easy going. Joa. Kann man machen. So, Alma, was hast du noch für mich? Was? Ärger? Ja, schon mein ganzes scheiß Leben lang. Das ist ein Brief von meiner Großmutter. Schreibt mir, um meiner Mutter zum Geburtstag zu gratulieren. Dabei hat sie damals zugeschaut, wie sie verschleppt haben in 10. Oktober. Alter. Lass. Schon okay. Scheiß drauf. Hast du was für mich? Ich hätte noch einen Truck bereitstehen, falls deine Jungs ihn abholen wollen. Ehrlich? Marcanos Leute sind beschissene Weichheier. Also, keine Probleme? Meinerseits nicht. Gut. Es dürfte also kein Thema sein, weiter Trucks reinzubringen. Klar, Alma. Ich guck mal, was ich machen kann. Hab letzte Nacht so einen Typen gevögelt. Dann fing er an, mir irgendeinen Mist vorzujammern. Hab ihm nur halb zugehört. Aber als er von diesem Lager anfing, auf das ich ein Auge geworfen habe, bin ich hellhörig geworden. Die haben gerade neue Ware bekommen. Die will ich haben. Und wenn du einen ihrer Trucks siehst, bring ihn her. Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Ah, okay. Interessant. Das juckt mich ja sehr viel, wenn du gevögelt hast, aber okay. Gut, also hast du jetzt eine Mission für mich oder nicht? Beziehungsweise wo? Aha, am Arsch der Welt, okay, super. Das freut mich ja für dich, mi amore. Mamma mia, okay.
Ja, ich würde sagen, ich kurve jetzt zu der Mission hoch. Ja, ich kurve zu der Mission hoch und ihr kennt das Spiel, dann hole ich euch wieder zurück. Also, bis gleich. So, wir sind bei Burks Iron und Metall irgendwann zurück. So. Dann geht's mal der Schlacht. Da bin ich mal gespannt, ob das wieder so eine Kacke wird mit dieser Verfolgungsjagd wie bei Vito. Oder ob wir das jetzt alleine machen. Naja, ja, wahrscheinlich schon, weil Burke kann ja nicht richtig laufen. Da war aber mit seinen Knie und so weiter. So, Burke. Ich bin da. Willst du den Schlachter platt machen? Ich bin da. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt, und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke, du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist noch nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du? Verziehst dich aufs Dach. Und noch was. Wenn du abhaust, niete ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir's. Ich werde nicht abhauen. Keine Sorge. Geil. Wo ist meine normale Waffe? Okay, hier, passt. Gut, rote Fässer ist logisch, dass sie explodieren. Das hättest du mir nicht sagen brauchen, Kollege. Wo sind die überhaupt Fässer? Hä? Ah, die. Okay, Arschlöcher. Ja. Pissbirnen, ihr elendigen Mistviecher, ihr. Wo läuft der hin? Digga, hä? Alter, ist das dein Ernst jetzt? Du für eine Missgeburt. Er will echt mich flankieren, aber eiskalt auch noch. Digga, ich habe eine Fähigkeit. Ich sehe euch alle, wenn ich will. Bam. Motherfucker. Okay, hier ist sie und wo ist er? Aber. Was für links? Wo ist links? Alter, hört ihr mal auf, meine... Ihr Nutten, Alter! Ohne Scheiß! Fuck mich nicht ab! Oh! Hey, der kleine Nigger von Berg geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Nieren haben. Kapiert? Den reiß ich so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend! Okay. Konfrontiere, wie wir konfrontiere. Warte mal. Also konfrontieren im Sinne von mach ihn platt oder wie, was? Wenn ich ihn treffen würde, was ist los? Vega! Jetzt schießt die Muschi ab, Alter. War ich getroffen? Ich glaub schon. Weißt du? Keine Deckung ist da, Alter. Boah, der fuckt ab, der Typ. Ha! Bitch! Warte mal.
Wie, meine Waffe? Wenn ich hier runter geht? Haut ab! Au, 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 au! Okay. Ja, ja, kommt nur, beschütze einen Boss! Ihr Nutzen, Alter! Ey! Glück sein Großonkel! Ihr habt keine Chance gegen mich jetzt, ihr habt einfach keine fucking Chance mehr jetzt! Ich hab den Schlacht in meiner Hand, Alter! Aber so richtig! Komm! Pissbirne, du! So, Kollege! Jetzt bist du gefickt! Hättest ein paar Kugeln aufheben sollen. Ein Team aus einem Ehren und einem Nigger. Verdammte Scheiße. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben muss. Was soll ich sagen? Die Welt dreht sich weiter. Der lebt ja immer noch. Sieh an, du bist ja immer noch, du Arschloch. Selber Arschloch. Reiß dein Maul ruhig auf. Lang hast du ja nicht mehr. Was denkst du, was wird als nächstes? Du kratzt ab direkt neben mir. Du und dein ganzer Scheißladen. In der Hölle kannst du mir den Schwanz rutschen. Alles okay. Nimm seine Beine. Wir müssen ihn in die Garage bringen. Fette Sau. Wir konnten nie exakt rekonstruieren, was passiert war mit Barbieri. Vor allem, weil sein Leichnam erst Mitte der 80er gefunden wurde. Ein Armeekorps war zufällig damit beschäftigt, Teile des Mississippi auszubaggern. Und da fand man seine Leiche im Kofferraum eines alten Autos. Seine beiden Beine waren so oft gebrochen worden, dass kaum noch ein Knochen übrig war. Also, man muss schon sagen, Lincoln und der Burke machen keine halben Sachen. Die haben doch von dem Schlacht jetzt geredet, oder? Hier wegen Ding im Auto und hier im Mississippi und bla bla bla. Die meinten schon ihn, oder? Mal schon. Ja, es ist der Point, weil da und gehört ihm. Alles Klärchen im Bärchen. Und ich muss sowieso mit ihm reden, weil weiß man nicht, aber okay, kein Problem. Geil! Also die machen echt keine halben Sachen, wenn hier dann voll in die Fresse und foltern und töten und weiter, der Geier nicht alles. Da ist so ein Scheiße dagegen, kommt mir vor. Na gut, ist ja Mafia. Und wenn man da bedenkt, was die ganzen... Ja, er gibt aber Sinn. Er gibt, jetzt wo ich darüber nachdenke, er gibt schon Sinn, weil... Was haben die mit Burke getan? Genau. Sein Bein verkrüppelt. Was haben sie jetzt mit dem Schlachter gemacht? Genau. Seine Beine komplett verkrüppelt. Und zerstört und alles Mögliche. Also, das war eine Botschaft. Und das meine ich. Vorhin, wo wir so viele schon erledigt haben, also theoretisch angeworben haben und den einen Typ... Alter, wir haben sein fucking Bruder, also Sels Bruder, das war sein Bruder, Ding. Das ergibt ja keinen Sinn dann. Warte mal. Un momento, wie komme ich überhaupt rein hier? Geil. Nee, un momento. War es nicht so bei diesem Vergnügungspark, haben wir diesen einen Typen aufgehängt. Auf diesen Riesenrad. Und das war ja der Bruder anscheinend von Sal. Und Sal hat aber gesagt zu Georgie, was anscheinend der Vater, also Sal ist der Vater von Georgie, hat er gesagt, ja. Dein Onkel ist ja draufgegangen und bla 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 irgendwie. Aber da ist er nicht auf die Idee gekommen, dass das Lincoln war, weil er dann ja so überrascht war nach, mit dem Anruf von Lou, wer auch immer Lou ist. Er war voll überrascht. Was denkt er denn, wer denn hier dann seinen Bruder gekillt hat, dieser Vollidiot? Hä? Ist ja logisch dann, dass es dann, da muss er doch denken, oder war wirklich so, nee, das kann nicht Lincoln sein. Ja, dann schau halt nach und ein Schwarzer, wow, geil. Aber als ob er auf keine Idee gekommen wäre, dass es Lincoln ist. Ist der eigentlich komplett behindert? Ja, anscheinend ja. So, Leute, wie komme ich hier rein? Oh, ist offen. Okay, danke. Da, so. Geile Tür, Alter. Geile Tür. Nee. I not leave thee, thy lone one. Upon.
the lonely are sleeping. Go sleep though with them. Bist du schon fertig mit Barbieri? Barbieri? Nein. Bei weitem noch nicht. Bis der krepiert. Das dauert. Was dich angeht, du bist aufgetaucht, wie Lazarus persönlich. Mein erster Gedanke war, dieser schwarze Bastard ist entweder der glücklichste Hurensohn, den ich je in meinem Leben gesehen habe, oder einer von denen, die eine magische Anziehungskraft auf Pech ausüben. Ich war mir verdammt sicher, es wäre letzteres. Ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Dann könntest du ja jetzt anfangen, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen. Okay. Dann nenne ich dich jetzt Lincoln. Das ist lustig. Wir verlieren etwas und reden uns ein, wir müssen die Qualen, die wir erlitten haben, nur an andere weitergeben. Dann vergeht der Schmerz, der sich in uns aufgetürmt hat. Tut er aber nicht, oder? Nein. Tut er nicht. Ich habe mein ganzes beschissenes Leben immer nur gekämpft. Gegen jeden, der daherkam. Auch wenn er mir helfen wollte. Und wohin hat mich das gebracht? Es hat keinen Sinn, daran was zu ändern. Es muss weitergehen. Jetzt, wo du in Irish Point wieder am Start bist, würde ich dich bitten, so viel Kohle wie möglich ranzuschaffen. Diese Marcano-Sache wird nicht billig. Das heißt ja wohl, dass du dann auch einen Teil der Einnahmen willst. So sieht's aus. Kann ich gerade behaupten, dass ich zu denen gehöre, die gern teilen. Aber Geschäft ist Geschäft. Nicky soll sich um den Schnaps kümmern, wenn eine Lieferung kommt, aber das Zeug liefert sich nicht von allein. Du ahnst ja gar nicht, wie viel Schnaps das ist. Geh und red mit ihr. Sie müsste hier sein, wenn sie nicht gerade auf Wachteljagd ist. Ist doch gar nicht Saison. Tja, darum schert die sich doch einen Dreck. Naja. Oh, Scheiße. Entschuldige mich bitte. Ich gehe mal wieder zu Mr. Barbieri. Ich lasse ihn ungern so lang allein. Den Guten. Ist er dann in... Hat er sich dann gekillt? Er selber auch mit Barbieri? Wegen Auto, Wasser und so weiter? Ich habe keine Ahnung. Nein, normal nicht, weil... Er ist jetzt da hier, er hat den ganzen Scheiß jetzt da hier. Wir brauchen ja ihn. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, Cops in der Nähe, okay, Cops in der Nähe auf seiner Karte. Ja, wie? Mit dem Gefallen oder automatisch? Ne, die werden ja, markiert. Die Cops werden markiert in der Nähe auf meiner Karte, aber ist okay. Hä? Muss ich nicht verstehen. Okay, berufe ein Treffen ein. Aha. So, warte mal, was ist jetzt hier los? Rede mit Nicky. Zusatzauftrag. Nachdem der Schlacht erledigt ist, hat Nicky, Burks Tochter und Lieutenant das Familiengeschäft übernommen und regelt den Fuselvertrieb. Yo. Das ist der Kickback, der übliche, der Thema.
Bayou, du hast sie alle an einem Tisch. Zeit herauszufinden, wer zu dir steht und wer den Rücken zudreht. Okay. Das ist alles Zusatz. Aha, aha, okay. Das ist auch Zusatz? Okay, cool. Okay. Da würde ich aber sagen, wir machen beim nächsten Mal einfach die ganzen vier Missionen. Fünf Missionen. Fünf Missionen, hör mir auf. Ja, ich fahre beim nächsten Mal dann gleich zu diesem scheiß Boot hin und hol euch dann gleich zurück und ja, und dann gucken wir mal, ob ich dann dort auch hinfahre und dann wieder herumkatze und so weiter. Mal gucken. Also, dann war's das jetzt und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Weil das Ding hier, das ist ja da. Ist das überhaupt? Das ist hier? Das ist hier. Im Bayou, warum im Bayou? War ich hier im Bayou jemals? Nee, glaub nicht. Hä? Ist das ein Ort? Was ist das für ein Ort? Bayou Phantom. Okay. Von mir aus. Gut, ja. Würde ich sagen, das war's und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.